Hallo, willkommen zurück bei Dark mit mir, dem Maru. Wir sind immer noch in der Cryogenics-Fabrik und haben jetzt hier noch drei Ziele und dann eins, zwei, drei PDAs. Und haben wir alle mitgenommen, oder? Ja, hat ja nichts gebracht. Braucht nicht mal Shadow Power dafür. Komm in die Ecke, Mister. Komm mit. Komm. Weg doll um die Ecke. Oh. Nein, da ist eine Patrouille. Der da, genau. Ah, ich will zielen. Schleicht da jemand rum? So, sind wir hier? Jetzt müssen wir ihn nur noch erwischen. Hier ist alles ruhig. Hat uns zwar schon gemerkt, aber konnte keine Alarme auslösen. Kann ich ihm decken? Ja, schön. Ja, nervt mich. So, PDA Nummer 1. Mokchenek, wir sehen uns, dass Sie sorgen für. Dass Sie sehen uns, wir sehen uns die Sache an. Vielen Dank, Mr. Mortig. Die Firma weiß Ihr Bemühen zu schätzen. Dieser Mort interessiert sich auffällig für die Forschungsabteilung. Ich glaube, dass er etwas weiß und zumindest etwas vermutet. Ich plädiere dafür, dass sich jemand der Sache einmal annimmt. Ah, nicht nachfragen bei solchen fiesen Behörden. Gehst du? So. Alle sind tot, genau. Hier durchseppen. Kamera hat glücklicherweise keine Soundeingaben. Du bist fast da, Eric. Sie warten auf dich. Oh Gott, wer wartet auf mich? Ich glaube, die Engeldame ist nicht so nett, wie wir das denken. Ich glaube, wir sind nämlich Ascension. Okay. Gratulation, das ist kein Problem, wir sollten etwas aber persönlich besprechen und nicht per Mail. Sehr geehrter Herr Mortig, wie in einem vorangegangenen Mail bereits besprochen, wäre ich sehr daran interessiert, auf Ihr Angebot bezüglich einer Transplantation einzugehen. Ich habe sogar die Daten eines entsprechenden Spenders gefunden. Allerdings wäre dann noch das Problem der Nachsorge des Spenders. Aha. BR. Wo ist noch ein PDA? Da. Der Raum, den ich betrat, war unheimlich. Überall standen Kryogentanks und ich malte mir aus, dass dort drinnen Menschen in einem totenähnlichen Zustand lagen und auf eine bessere Zukunft warteten. Das Signal war schwach, aber musste ganz in der Nähe sein. Hoffentlich hatte man Rose nicht in eins von diesen Dingern gesperrt. Na, sowas von. Okay. Re, mich für die Nachwelt retten. Sehr geehrte Frau Aban, das ist äußerst bedauerlich. Bitte drücken Sie der Familie das Mitleid aus. Mein Beileid aus. Meine Freundin grüßen Mortig. Sehr geehrter Mortig, zu meinem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass der Herr Jordan verstorben ist. Viele Grüße, S. Aban. Okay, haben wir alle PDAs mit? Können wir reingucken? Ist leer. Leer. Hier ist einer drin. Hi. Hi. Okay. Hier ist sonst niemand, die kommen ja später. Kraftpunkt. Oh, wir haben 13 Kraftpunkte. Dann max ich doch mal den hier aus. Den wollte ich eh schon mal ausprobieren. Kein Geräusch mehr. Sehr laut und kein Geräusch mehr. Und es macht das Leiche weg. Das Fischchen benutze ich eh nicht. Sollte ich vielleicht mal. Oh, einfach was können. Oh. Der Sender. Aber was zum Teufel? In Ordnung, wir haben ihn. Friert den Bastard ein. Man hatte mich in eine Falle gelockt. Der Sender, dem ich gefolgt war, hatte nichts mit Rose zu tun gehabt, sondern war lediglich ein Köder gewesen, um mich ebenfalls zu fangen. Konnte Kälte einen Vampir töten? Ich war nicht sicher. Aber zumindest meine Glieder wurden immer schwerer und auch mein Gehirn schien langsam einzufrieren.
bis ich schließlich das Bewusstsein verlor. Die Chance, die anderen Vampire zu retten, hatte mich unvorsichtig werden lassen. Ich war in eine Falle getappt. Und ich musste nun dafür büßen. Kälte konnte einen Vampir nicht umbringen. Aber sie schickte mich in eine Starre und einen nicht erholsamen, dunklen Schlaf. Mein Kopf tat weh. Ich kam langsam zu mir, doch ich sah die Umgebung nur verschwommen. Eric. Der Engel sprach wieder zu mir. Eric Bane. Etwas stimmte nicht. Der Engel war bei mir, doch er nahm nicht die Schmerzen von mir, wie er es sonst getan hatte. Ah, Eric, du bist wach. Sehr gut. Mein Name ist Samantha Fields. Ich weiß, du kannst dich im Moment an nichts erinnern. Trotzdem möchte ich dir danken und sagen, dass du deinen Auftrag mit Bravour ausgeführt hast. Mit deiner Hilfe konnten wir das Zielsubjekt gefangen nehmen. Die Operation wird jeden Moment beginnen. Wir haben nur noch auf dich gewartet. Ich habe mir gedacht, dass du trotz deiner momentanen Wissenslücken den erfolgreichen Abschluss von Projekt Ascension miterleben willst. Ich werde dir später alles erklären. In Ordnung. Projekt Ascension startet in 3, 2, 1. Wackelt zu sehr. Gut. Alles sieht gut aus. Moment. Irgendetwas stimmt nicht. Der Vampirvirus mutiert. Er nimmt die anderen Mutationen auf und verändert sie. Die Mutation potenziert sich. Operation abbrechen! Abbrechen! Haltet ihn auf! Mein Schädel tat weh. Aber immerhin war ich frei. Ich begriff nicht genau, was hier los war. Offenbar hatten die Vampirjäger mit Steiner experimentiert und dabei war etwas gründlich schiefgelaufen. Mit dem, was diese Frau gesagt hatte, konnte ich nichts anfangen. Aber das war vorerst nicht wichtig. Ich musste mich um Rose und die anderen kümmern. Und um meine Flucht. Okay, das tut uns ja nicht bemerken da hinten. Sonst jemand hier? Nein. Ah. Der Kontrollraum war pures Chaos. Offenbar hatte die Verwandlung von Steiner eine Rückkopplung erzeugt und eine Explosion ausgelöst. Munitionskiste. Hey. Überall. PDAs, PDAs, PDA. Und da steht dann PDA. Wusste ich doch. Projekt Ascension, meine Damen und Herren, ich möchte Sie kurz darüber informieren, dass das Projekt Ascension in Kürze beginnen wird. Unsere M17-Einrichtung ist es gelungen, das Testsubjekt zu fangen. Wir haben sogar den Köder unbeschadet zurückbekommen, werden uns aber erst später mit ihm befassen. Dr. Abrosius ist weiterhin der Überzeugung, dass das Projekt ein Erfolg wird. Eine Operation wird direkt am Testsubjekt durchgeführt, um weitere personelle Verluste zu vermeiden. Okay, also sind wir anscheinend der Köder und Victor das Testsubjekt. Und hier kam er, genau. Achtung, Ascension ist entkommen. Ich wiederhole. Ascension ist entkommen. Achtung, Alarmstufe rot. So viele schöne zum Aussaugen, damit wir uns aufladen könnten für den großen Kampf. Okay, ihr habt die Chefin gehört. Brooke, Carter, ihr sichert die Daten und schickt sie an die Zentrale. Danach führt ihr Protokoll Omega aus und vernichtet alle Aufzeichnungen. Charlie, du gehst an den Hauptrechner. Dort blockierst du alle Zugänge, bis ich dir etwas anderes sage. Der Rest verteilt sich und bewacht den Raum. Okay. Da sind jetzt drei. Wenn wir die neue Fähigkeit ausprobieren? Den Schattengriff. Weg ist er. Aber ich bleibe natürlich lieber bei meiner Beherrschung.
So, hinter uns ist Platz. Wunderbar, das ist der Leichenraum demzufolge. Hier lagern wir die Leiche in passender Kryokammer. Mit verschließbarer Tür. Da ist schon eine Wache, da oben steht eine Wache. Okay, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Gehen wir mal hier rum. So, hier sind noch drei Patrouillen und ein PDA, den ich unbedingt brauche. Ziehen wir uns mal weiter durch hier. Den kann ich aussaugen. Das heißt, wenn ich die zwei Wachen töten könnte und den dann raussaugen kann, dann habe ich plus minus null. Das heißt, ich muss nur gucken, dass ich unbemerkt die Finger kriege. Der nervt. Der geht die ganze Zeit rum. Okay. Das ist eine Patrouille. Das heißt, dahin. Hüpp. Und den muss ich jetzt wegmachen, wenn der sich umdreht. Nehmen wir wieder mal den Schattengriff. So, weg ist er. Mache noch zwei. Das heißt, wenn ich den da hinten jetzt einfach ausschalte. Ah, Cooldown. Stimmt, ja klar, der hat das Ding halt Cooldown, wie irre. Was machst du da hinten jetzt? Jetzt ist die Patrouille, die immer langläuft, genau. Dich muss ich ja aussaugen. Du bist der Wichtige zum Aussaugen. Vampir! Verdammt! Oder? Ah, hat er funktioniert. Puh, wo zieht dich denn hin, dass dich keiner sieht? Ich hoffe mal, hier kommt keiner vorbei. So, steckt man die Leichen. Ja. Und dich auch. Ah, muss ich um die Ecke. Vielen Dank. So, PDA 1. Hallo JN, kannst du dich bitte darum kümmern, dass alle Hinweise zu Projekt Dark unter Verschluss kommen? Es wäre gut möglich, dass ich Erik dazu bringe zurückzukommen. Es wäre doch unerfreulich, wenn er die genaue Umstände seiner Versetzung erfahren würde. Oh, ich muss alle PDAs finden. Das ist jetzt der interessante Teil. Da habe ich noch einen gesehen hier. Update zum Stand vom Projekt V3-2. Die Versuchsobjekte 2, 4, 9, 23 und 36 haben die letzte Nacht nicht überstanden. Damit sind nur noch die Versuchsobjekte 3, 41, 45 am Leben. 3 und 41 erweisen ebenso wie die bereits verstorbenen Versuchsobjekte einen extremen Abbau am Muskelwege sowie einen Rückgang der Hirnaktivitäten auf 95% auf. Das heißt, wir sind wahrscheinlich 45. 45 jedoch hat bisher kaum Muskelwege degeneriert und die Hirnaktivität wurde bisher nur um 15% vermindert. Wir hoffen, mit Objekt 45 weiterarbeiten zu können. Es dürfte interessant sein, mehr über seine UV-Resistenz zu erfahren. Okay, das sind wir nicht. Ah, das können wir vielleicht klauen. Ja, die UV-Resistenzfähigkeit. Erwischt,
Kann man hier den Aufzug anschalten? Nein. Hier ist auch sonst nichts. So, einen kleinen Zwischenspeicherpunkt würde ich hier anlegen. Okay, da oben ist eine Patrouille, die schnappen wir uns. Der Fahrstuhl war tot. Ich hatte vorhin die Wachen belauscht, dass sie ihn irgendwo abgeschaltet haben. Dort würde ich ihn auch wieder aktivieren können. Ha, da war ich schon. Alles schon tot hier. Ja, zu der Leiche. Komm doch mit. Ah. Ja. Okay. Dann drücken wir mal hier die... Es war einfach, die Zugänge wieder zu aktivieren. Hoffentlich würde die Suche nach Rose ähnlich einfach werden. Klar, wenn wir alle kaputt gemacht haben, dann wird die Suche auch einfach. Scheiße, das war krass. Ich bin froh, dass wir da lebend rausgekommen sind. Im Gegensatz zu den anderen. Lebend rausgekommen, sagt ihr? Ja, seid ihr auch. Ich konnte immer noch nicht ganz verstehen, was hier passierte. Offenbar hatten die Vampirjäger ein Experiment mit Steiner durchgeführt, das gründlich schiefgelaufen war. Gut für mich. Diese Ablenkung würde mir bei meiner Suche nach Rose sicher helfen. So, dann lernen wir mal schnell noch unsere letzten Fähigkeiten hier. Eric? Eric, ich habe nicht viel Zeit. Ich konnte mich befreien und habe mir Zugang zum System verschafft. Allerdings kann ich wenig ausrichten, ohne entdeckt zu werden. Tom ist im Zellentrakt eingesperrt. Du musst ihn retten, bevor sie ihn umbringen. Ich leite dich dorthin. Okay. Eric, vor dir liegt die Haupthalle. Du musst ans andere Ende der Halle, um in den Zellentrakt zu gelangen. Ich melde mich später wieder bei dir. Okay, geh nicht weg, das wird nicht lang dauern. Ja, das ist ein Kinderspiel. Okay, wie weit gehst du? Zu weit. Hast du einen Freund, der hinter dir steht? So. Wir müssen darüber. Hier sind viel zu viele Wachen. Das ist zu viel Arbeit, die alle umzubringen. Normalerweise würde ich jetzt einfach da oben von Dings zu Dings jumpen. Okay, da sieht uns einer. Wer? Gehen wir mal hier hin. So, da sieht uns einer. Wer denn? Der da hinten oder was? Jetzt müssen wir eigentlich bis zu der Kiste kommen. Da sieht uns auch keiner eigentlich. Ja. Hast du alles gesichert? Ja, alles klar. Das Tor ist komplett abgeschaltet und gesichert. Niemand kommt aus der Anlage raus. Wir aber auch nicht. Ja, ich weiß. Aber hoffentlich nur so lange, bis sie Ascension wieder eingefangen haben. Eingefangen? Du bist lustig. Ich habe vorhin gehört, dass er eine D gewütet hat. Wir können froh sein, wenn irgendjemand das nicht kann. Sei nicht so pessimistisch. Hat nichts mit pessimistisch zu tun. Wir brauchen größere... Nicht reingucken. Wenn er sich hier blicken lässt, schnappen wir uns eins der Fahrzeuge und machen... Oh, hier hinter ist gut.
Eric, du kommst gleich in die Sicherheitszentrale. Schnapp dir dort ein Headset, dann kann ich mit dir einfacher in Verbindung bleiben. Gut, das ist ein Ziel. Achtung an alle Sicherheitskräfte. Ascension ist auf Ebene G. Ich wiederhole, Ascension ist auf Ebene G. Alle verfügbaren Einheiten sammeln sich auf Ebene H bei Übergang 2. Okay, Leute, ihr habt die Frau gehört. Zwei kommen mit mir, der Rest hält die Stellung. Los, vorwärts! Okay. Oh Gott, ich hab die PDAs vergessen im Raum davor. Ah, hab ich gar nicht dran gedacht, dass ich die auch noch holen muss. Okay. Da kommen jetzt die Wachen. Dann kann ich nicht rüberspringen? Nee. Moment, ich höre gerade, dass Übergang 2 versperrt ist. Kommando zurück, Männer. Wir bleiben hier und nisten uns hier ein. Na super. Du guckst an den falschen Ort. Ha? So. Ich würde ja gerne durch Wände gehen können. Puh, eigentlich gar nicht hingeguckt. Oh, Leichenberg auf 2 angewachsen. Hier guckt doch sonst niemand, oder? Hey, ich habe wieder eine Verbindung zur Ebene D. Wirklich? Zeig mal. Hier. Hey Eric, schnapp dir Carter, melde dich bei JN. Wir haben einen Auftrag für euch, ein neues Ziel. Codename der Operation ist Dark. Okay, wo ist der andere PDA? Da hinten. Gewütet. Yep, sieht ziemlich heftig aus. Offenbar hat er sich nicht damit aufgehalten, Gefangene zu nehmen. Ich hoffe, sie kriegen das Schwein. Warum soll ich den Gefangenen nehmen? Was bringen die mir denn gegen euch? Uah, wer ist hier am Gucken? Ach so. Ich könnte die beiden auslöschen und dann den essen. Ich will mal speichern kurz, weil ich nicht weiß, ob die ihn nicht sehen dürfen dabei. Na? Noch einer am Rumlaufen, der mich interessiert? Nein. Ja, dies wird gesehen, genau. Jetzt wirst du nicht gesehen. Jetzt wirst du wieder gesehen. Aber du gehst ja gleich weg. Oh. Dann nehmen wir wieder mal den hier. Guckt irgendeiner hin sonst? Nein. Hey. Ah! Kein Problem, ich kümmere mich darum. Das meiste ist eh unter Verschluss. Das Element-Team von Eric hat Operation Endgame nicht überstanden. Weitere lose Enden gibt's also nicht. Außer dir weiß mir was keiner Bescheid. Verdammt. Nein, kein Alarm. Lüg nicht. Ah, Leiche ist hing fest. Komm, Leiche. Komm um die Ecke. Komm doch. So. Noch ein PDA sehe ich auf der Ebene nicht. Wir haben da vorne welche vergessen. Ah, verdammt. Habe ich nicht dran gedacht. Nee, ich will ihn nicht beherrschen. Ich will ihn einfach nur umbringen. Thank you.
Ach, jetzt sind die Leiche schon wieder fest. Fiese Leiche. Kommst du um die Ecke? Ah. Keine Gefangene mehr gemacht hier. Ihr überwacht kein PDA, da seid ihr mir ziemlich egal. Ist das Headset, glaube ich. Rose, hörst du mich? Wo bist du? Ich habe mich in einem Quartier versteckt und greife von dort aus auf das System zu. Tom ist ganz in deiner Nähe in einer Zelle eingesperrt. Du musst ihn befreien. Okay, kein Problem. Da ist noch etwas. Du bist derzeit in der Sicherheitszentrale. Schalte zwei Rechner für mich frei, damit ich Informationen sammeln kann. Ich will herausfinden, was es mit diesen Leuten auf sich hat und wie wir hier rauskommen. Ich auch, Rose. Ich auch. Okay, das ist doch ein Ziel für die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.